Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening. Und heute öffnen wir ein Structure-Deck, The Dark Emperor aus dem Jahre 2008. Das Structure-Deck, was Monarchen auf ein neues Level gehievt hat und denen ein neues tolles Spielzeug geliefert hat, mit dem die sogar zum Teil im Meta richtig aufräumen konnten damals. Und für mich persönlich ist das ein Deck, ich bin mir gar nicht mehr sicher, als ich 2012 wieder angefangen habe, ob ich mir das Deck geholt hatte oder nur den Kaius. Müsste ich mal nachschauen bei meinem ganzen Haufen an Structure-Deck-Packungen, die ich so zur Seite gelegt habe. Ich glaube, ich habe mir nur den Kaius geholt damals für mein Grumpelkeim-Toolbox-Deck. Da war das halt auch mal ein Teil davon. Und deswegen war das halt für mich immer so ein Structure-Deck, was ich halt mir nie geholt hatte, weil ich hatte ja den Kaius und der Rest ist mir ja egal. Oh? Aber auf YouTube haben wir es halt nie aufgemacht, deswegen habe ich jetzt wieder gesagt, dann holen wir uns das und machen das mal hier auf dem Kanal auf und schauen uns einmal an, was da alles so drin war damals an neuen Karten und was dieses Deck so ausgemacht hat und warum es doch eine interessante Schlagkraft am Ende entwickelt hatte und so ein paar interessante Monarchen-Varianten daraus herausgebracht hat. Legen wir los und schauen rein, was da so alles drin ist. So, da haben wir das gute Stück The Dark Emperor Structure Deck. Bisschen beschädigt, das wissen wir aber seit unserem Kauf schon und das ist okay. Jetzt machen wir das mal auf. Oh, der Kleber hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Der ist auch schon langsam am Aufgeben. So, und dann schauen wir mal an. Gleich machen wir nochmal natürlich den Geruchscheck, weil das ja ein altes Structure-Deck ist. Da haben wir Kaius. Da haben wir jetzt noch diese drei einzelnen Sachen, was es heutzutage gar nicht mehr gibt. Das ist mal alles in einem. Dann haben wir hier die Deckliste einmal. Da sehen wir gleich nochmal die Karten an. Die Produkte, die sie gerne nochmal in den Laden stellen dürfen mit Reprints. Hätten wir alle, glaube ich, nichts dagegen. Sehr cool. So ein bisschen die Strategieerklärung. Das uralte Regelheft Version 6. Meine Güte, das ist schon ein bisschen länger her. Er ist auch noch kurz vor Synchros rausgekommen, ne? Das heißt, Synchros gibt es hier auch noch nicht. Ja, und dann haben wir hier die Matte. Die können wir gleich als Unterlage benutzen für dieses Video. The Dark Emperor Structure Deck Spielmatte. Oder Spielunterlage, besser gesagt. So. So gerade, wie es geht. Und dann schauen wir uns einmal an, was wir hier drin haben. So. Einmal den Geruchscheck. Oh ja, yeah. So muss das sein. Oh nice, das riecht so, wie es sein muss. Sehr cool. Steigen wir doch mal direkt ein mit den neuen Karten, die hier drin erschienen sind damals. Kaius, der Schattenmonarch. Stufe 6, Finsternis, Unterweltler, Effektmonster, 2400 Angriffspunkte, 1000 Verteidigungspunkte. Oh, endlich mal wieder deutsches Structure Deck, ist nicht mehr so viel Englisch, wo ich immer simultan übersetzen muss, Dolmetscher. Wenn diese Karte als Blutbeschwörung beschworen wird, entferne eine Karte auf dem Spielfeld aus dem Spiel. Falls eine Finsternis-Monsterkarte war, füge dem Gegner 1000 Schaden zu. Und der Effekt klingt relativ simpel, war aber nichtsdestotrotz sehr effektiv, denn damit war auf die Tributbeschwörung mehr oder weniger immer ein Removal schon relativ gut garantiert, weil es damals noch nicht so viel Effektannullierung gab wie heutzutage. Vor allem auch Monster-Effektannullierung war schwierig. Und dadurch, dass er Stufe 6er war, halt nur eine Tributbeschwörung. Und wir werden hier auch gleich sehen, hier wird so quasi eine kleine Engine sein, die man halt auch spielen konnte und auch gespielt worden ist mit dem Deck. Das Wichtige bei ihm halt auch gewesen, der 1000er Burn Damage ist auch sehr nice gewesen, vor allem Richtung Timeout und wenn man im letzten Spielzug war zum Beispiel. Das Interessante ist, weil der Kaius halt nicht spezifiziert, von wo auf der Spielfeldseite man eine Karte verbannen muss. Man kann auch den eigenen Kaius wählen, wenn das das einzige Finsternis-Monster ist, um damit den Gegner 1000 Burn Damage zu geben. Also gab es viele sneaky Plays, die man damit machen konnte und ja, das ist entsprechend die Karte, mit der man halt diesen ganzen Spaß sich damit erlauben konnte. Und das ist auch eine sehr, sehr starke Karte gewesen. Dimensionsalchemist, Stufe 4 Licht, 4 Effekt, 1300 Angriffspunkte, 200 Verteidigungspunkte. Aber pro Spielzug kannst du die oberste Karte deines Decks aus dem Spiel entfernen. Diese Karte hält bis zur Endphase 500 Angriffspunkte. Wenn diese Karte zerstört und von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine deiner aus dem Spiel entfernten Monster bestimmen und auf deine Hand zurückgeben. Auch bekannt als D-Elk, dem Dimensionsalchemist auf Englisch. Eine Karte, die ich jetzt nicht genau einschätzen kann, ob die hier in diesem damaligen Rahmen gespielt worden ist, aber ich weiß, dass die Karte zum Teil halt in Chaos Dragon Format zum Teil mal ausprobiert worden ist, auch auf 1. Und eine Karte, die, glaube ich, auch in Zukunft vielleicht irgendwann mal interessant werden könnte. Weil halt das Hinzufügen der verbannten Karten ist nur an eine Zerstörung gebunden. Das kann man halt auch in Decks spielen, die halt auch selbst zerstören können und damit kann man halt,
Karten aus der Banished Zone mehr oder weniger recyceln. Damit kann man pseudomäßig gefühlt als das banishen, was man halt haben möchte. Und dann kann man sich das damit zurückholen. Und das ist halt auch nicht hard once per turn. Also das ist eine Karte, die, glaube ich, in Zukunft sehr viel Potenzial hat und halt kurzzeitig mit Chaos Strengths interessant 2012 halt ein bisschen Play gesehen hat. Hier weiß ich nicht ganz genau, aber ich würde sagen, das ist an sich trotzdem eine sehr, sehr coole Karte. Selbst falls nicht, ist es ein guter Beatstick immer noch, wenn man halt einfach nur so spielen möchte. Dann haben wir Samsara Kaiser, ist auch einer der neueren Karten. Quasi der Vorläufer von gefühlt Vasallen. Stufe 2, Erde-Krieger-Effekt-Monster. 200 Angriffspunkte, 100 Verteidigungspunkte. Wenn du ein Monster als Tributbeschwörung beschwörst, indem du diese Karte als Tribut anbietest, gib diese Karte auf deine Hand zurück. Das ist sehr interessant eigentlich. Ich nehme an, das ist jetzt so wahrscheinlich, wenn die wenn die Karte als Tribut angeboten wird, dass ich jetzt heutzutage auf dem Friedhof aktivieren würde und es dann einfach zurück auf die Hand zurückgibt, wäre eigentlich sehr cool. Rein theoretisch kann man da theoretisch vielleicht irgendwelche komischen Loops machen, wo man irgendwie, na gut, man muss die Tributbeschwörung ein bisschen rauskriegen, aber das Coole ist, er ist halt auch nicht hard once per turn. Ich glaube, hier in dem Kontext ist er relativ nicht so geil, aber eine Karte, die in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere lustige Play haben könnte, er ist ein Krieger, Stufe 2, Isolde kann ihn aus dem Deck holen, sage ich mir nur mal so dazu. Das funktioniert alles. Dann kommen wir so ein bisschen zu Reprints, Goldener Homunculus, Helios, die ursprüngliche Sonne, Teil der Strategie. Ihr werdet gleich sehen, dass es hier sehr viel auf Verbannung gehen wird und der spielt halt zusammen mit Makrokosmos. Die Strategie halt quasi aus, haben wir DD-Krieger, Kaiko-Geistzerstörer, Barso der Seelenfresser zweimal, Truppen im Exil, DD-Kriegerin, DD-Spähflugzeug, eine der Taktiken, Chaos-Reiter Gustav, Gren Maju Daesa, eine Karte, die heutzutage immer noch gespielt wird, in ihrem eigenen Deck quasi, mit eigener Banish-Engine, damit man den halt schnell auf sehr viele Angriffspunkte kriegt. DD-Überlebender, auch eine der wichtigen Karten hier in der Deckstrategie gewesen. Wenn wir gleich bei den Zauber- und Fallenkarten sind, dann kann ich noch ein bisschen erklären, wie man halt das unter anderem gebaut hatte. Dann DDM, Meister aus einer anderen Dimension. Ich glaube, es ist einer der wenigen, der nicht DDD ist oder DD ist, sondern halt noch irgendwas dazu hat. Was ich interessant finde, ich glaube, es gibt nicht so viel andere, die dann noch was anderes danach haben. Verbanner des Strahlens, auch zweimal quasi der Makrokosmos auf Beinen. DD-Angreifer. Und dann kommen wir zu den Zauberkarten, zu den neuen Karten, die hier rausgekommen sind. DDR, Reinkarnation aus einer anderen Dimension. Ja, die Karte kam hier raus. Viele Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Wirf eine Karte ab, wähle eine deiner aus dem Spiel entfernten Monster, beschwörst das Spezialbeschwörung in Angriffsposition und rüstest mit dieser Karte aus. Wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre das ausgerüstete Monster. Heutzutage seht ihr halt immer noch hier und da Play. Vor allem dort, wo man überall irgendwo Isolde spielt, ist die halt gerne eine sinnvolle weitere Equip-Karte, die man halt senden kann. Wenn man sich überlegt, Isolde, ne, da kann man auch den Zweier da spielen. So ein bisschen kann man tatsächlich hier so ein bisschen Spaß haben, was das angeht. Den da. Ich guck hier, ne, weißt du da. Und eine Karte, die heutzutage halt immer noch sehr, sehr gut ist, die gerne mal in das ein oder andere Banish-Deck mal reingesplasht wird. Dadurch, dass er in Equip ist, gibt es halt einige Möglichkeiten, die an die Hand zu bekommen über andere Arten und Wege. Hier wahrscheinlich auch eine okaye Karte gewesen, kann ich mir vorstellen, man muss halt eine Karte abwerfen, aber dadurch hat man halt wieder ein Body bekommen, den man als Tribut anbieten konnte. Mystischer Raumtyphon, Adliger der Auslöschung, Seelenerlöser, Verstärkung für die Armee, Dunkler Kern, Urknallkanone, Feindkontrolle, Blitzeinschlag, Gehirnkontrolle, noch mit dem Originaleffekttext. Dimensionsriss. So, jetzt kommen wir langsam zu den Karten, die auch gleich zweimal drin ist. Das ist sehr, sehr cool. Das ist ja mehr oder weniger die Taktik gewesen. Man hat versucht, halt Dimensionsriss rauszubekommen. Oder gleich Makrokosmos, auf den wir kommen. Und dann mit Karten wie vor allem. Wo ist der hier? DD Überlebende, weil er gute Stats hat. Aber man kann natürlich auch das Spähflugzeug benutzen. Quasi damit jeden Zug. Wo ist das Spähflugzeug denn hin? Da. Mit den beiden, wenn die halt verbannt werden, dann kommen die halt immer wieder, mehr oder weniger jeden Turn, hat man halt immer wieder Tributmaterial. Und man hat auch natürlich den Vorteil durch Dimensionsriss und vor allem Makrokosmos, dass man den Gegner auch damit quasi direkt eine Antikarte hinlegt, womit der sich halt natürlich abfinden muss, weil sein Friedhof wird quasi ja ausgeschaltet und dem Deck tut das halt nicht weh und es kann halt darüber halt sehr schnell Advantage generieren. Und deswegen war das mit dem Chaos dann halt immer ganz gut, dann kommt man noch weiter verbannen, sodass der Gegner halt nie irgendwas in den Friedhof bekommen hat und so, dass man halt von da aus die Kontrolle spielen konnte. Das war so mehr oder weniger die eine Taktik von Monarch, wie man spielen konnte. Natürlich gab es auch andere Varianten, zum Beispiel mit den Fröschen, mit Baumfrosch und so. Da gab es natürlich auch einige Möglichkeiten, dass man da das auch integrieren konnte. Aber das funktioniert halt nicht mit dieser Taktik, weil Dimensionsriss und Makrokosmos und auch Verbanner des Strahlens, die man, glaube ich, da nicht so viel gespielt hat, die beißen sich natürlich da gemeinsam. Dann haben wir die letzte neue Karte hier in dem Set.
auf Anordnung des Kaisers, eine permanente Falle. Du kannst die Aktivierung des Effekts eines Effektmonsters annullieren, der aktiviert wird, wenn ein Monster als Normalbeschwörung beschworen wird, einschließlich ihm selbst. Falls du dies tust, zieht der Beherrscher dieses Effektmonsters eine Karte. Ich glaube, das haben die extra gemacht, denn... genau, weil viele der Karten von den Monarchen ist es ja so, dass deren Effekte Pflichteffekte sind. Die sind nicht optional, man kann nicht nein sagen. Also wenn man Kaios alleine beschwört, dann muss man auch seinen eigenen Kaios verbannen, um den Gegner den Burn zu geben. Und die Karte ist halt quasi so, okay, kann man natürlich gegen seine Monster benutzen, damit die sich halt nicht selbst wegknallen, dann kriegt man halt einen Draw. Aber natürlich kann man die Karte auch gegen den Gegner benutzen, wenn er halt Monster beschwört, die halt direkt auf die Normalbeschwörung aktivieren und sich dann aktivieren. Dann ist das schon gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist halt, die kriegen halt einen Draw, ne? Und da geht halt schnell die Advantage halt auch langsam flöten, ne? Also heutzutage wäre das eine interessante, richtige gute Antikarte, aber dadurch, dass man da Karten ziehen kann, oh, ist das schwierig. Den Gegner mehr Ressourcen zu geben, ist halt schwierig. Dafür, dass halt das Ding, ja, halt auf Normal Summons gut triggern kann, dann kann man gegen einige Decks halt wirklich theoretisch ein gutes Out haben. Ich glaube, gegen sowas wie Yusenju oder so, das wäre schon, das wird schon wehtun. Dann die weiteren Normal Summons einfach nicht kommen. So einfach eine Gate, du kriegst zwar den Draw, aber der Rest kommt nicht. Kann schon sehr interessant sein. Aber eine Karte, die eher so ist, glaube ich. Dann haben wir Rückkehr aus einer anderen Dimension, damals noch nicht banned. Hier natürlich auch ziemlich krank gewesen, zusammen mit dem ganzen Banish-Kram wieder zurückholen. Reißende Tribut, gute Backrow-Karte, bodenlose Fallgrube, damals auch sehr gut, Sakuretsu-Rüstung. Schicksalsschlag, eine Karte, die vor allem Play gesehen hat 2014, als Burning Abyss sehr spielbar geworden ist und die halt sich das leisten konnten, absolut immer irgendwas abwerfen oder auf den Friedhof senden zu können, weil die sowieso immer gefloatet haben und deswegen halt den Gegner halt quasi als eine Interruption gut dienen konnte. DD Dynamit, das ist eine Karte, die immer noch in einigen Burn-Decks gerne mal gespielt wird, die vor allem auch auf Banish basieren. Und dann haben wir noch Makrokosmos, passend zum Dimensionsriss zusammen halt gute Karten, um halt entsprechend dem Gegner, ja, seine Plays aufhalten zu können und seine eigenen Plays etablieren zu können. Und wenn man sich das mal so anschaut, also für die damalige Zeit, so kartentechnisch, ich glaube, Gegenkontrolle war ja auch erlaubt, Blitzeinschlag war, glaube ich, trotzdem nicht so meta. MST halt immer eine gute Karte, Adliger weiß ich nicht mehr, ob der jetzt noch so krass war, 2008 Anfang. Sind schon ein paar sehr coole Karten, ich kann hier auch noch ein paar Karten rauslegen, die für, vielleicht so ein bisschen für die heutige Zeit cool sind, dass die hier noch mit dabei sind. Rhoda kann man halt, ist ja nie verkehrt, ne? kann man ja gerne mal nehmen. Und deswegen, ja, hier Grenmaju Daesa. Daesa ist halt ein eigenes Deck immer noch heutzutage, was halt in diese Richtung Banish geht. Dann haben wir hier das sind gute Antikarten immer noch, die man halt entsprechend in Antidecks spielen kann. Das sind halt gute Karten zum damaligen Zeitpunkt gewesen, gute Staples könnte man quasi sagen, gute, starke Removal-Karten, die halt ja, einfach hier zu bekommen waren. Und dann gab es hier halt zwei Karten, die so eher sind. Und dann der Rest ist sehr interessant. Also Dimensionsalchemist habe ich immer noch sehr viel, wie nennt man das, noch sehr viel Glauben daran, dass der irgendwann mal spielbar wird, glaube ich, und gut wird, auch wenn er eine Fee ist. Das, vielleicht gibt es auch irgendwann in Zukunft Feen-Support, der noch ein bisschen mehr Turbo machen kann. DDR halt eine Karte, die immer wieder das Play sieht irgendwo. Und Kaios, der vielleicht heutzutage nicht mehr relevant ist, weil wir haben ja die großen Monarchen bekommen. Das ist ja das Structure-Deck, was wir aufgemacht haben 2015, die halt eine Reloaded-Variante bekommen haben für ihr entsprechendes Deck. Und wo man sich dann so sagen würde, okay, der ist jetzt heutzutage vielleicht eher weniger relevant, aber für viele Leute, die noch bis, boah, ich weiß nicht, so 2012, 11 gespielt haben, den wird der Kaios in dieser Variante ein guter Begriff sein, weil das eine Karte gewesen ist, die eher gerne irgendwie mal halt im Meta aufgetaucht ist und in irgendwelchen Monarchen-Decks dann halt in irgendwelchen Bildvarianten immer wieder für Spaß auf Shonen Jump-Events ja, gesorgt hatte, weil die damals noch so hießen und nicht Yu-Gi-Oh! Championship Series, das war die Vorgänger der YCSs. Ja, das war so ein bisschen mein Opening hiervon. Ich habe damit halt, wie gesagt, keine richtigen Berührungspunkte gehabt. Ich habe mir damals halt den Kaios geholt für mein eigenes Grimpekeim Toolbox als guten Tribute-Summon. Der war halt immer sehr, sehr schön. Und mit ein paar Karten habe ich halt entsprechend auch beim Beginn des Spiels halt Berührung gehabt, weil ich bestimmte Decks auch gespielt hatte, Chaos Dranks und so. Und da habe ich halt einige dieser Karten halt auch entsprechend ausprobiert. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass einige von euch sehr viel Nostalgie und auch sehr viel Erinnerungen an das Deck haben, an coole Sachen, die sie wahrscheinlich auf dem Schulhof machen konnten mit dem Deck oder vielleicht auch die ein oder andere Turniererfahrung damit hatten und vielleicht auch auf dem ein oder anderen Turnier damit Erfolg hatten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie so ein bisschen eure Beziehung zu dem Structure-Deck ist. Das war hier das Opening von mir bei diesem Retro-Deck und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis dahin und tschüssi.